Und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Eine weitere Diätwoche ist nun mal wieder vergangen, und zwar die Woche 11. Ich berichte euch gleich das Ergebnis. Es waren in Summe glatte 400 Gramm, die ich abgenommen habe. Wir erinnern uns, 81,2 hatten wir letzte Woche als Wochendurchschnitt, jetzt bin ich bei 80,8. Jetzt gibt es was zu berichten. Diese Woche geht es wirklich los und ans Eingemachte. Ich merke richtig, ich bin auf Diät. Richtig massiv. Zum einen, ich hatte jetzt zwei Trainingseinheiten, wo ich mir wirklich sehr schwer getan habe, meine Gewichte zu halten. Ich habe es zwar mit Ach und Krach geschafft, ich weiß aber, jetzt geht es nach unten. Da lasse ich auch Vernunft walten, weil es nützt nichts, wenn das Ego will, aber der Körper kann nicht. Und zwar gehe ich einfach einen Tick runter, so 5 Kilo pro Übung, und versuche einfach schön über die Spannung trotzdem vielleicht ein oder zwei Wiederholungen mehr zu drücken, um einfach noch so gut und effektiv wie möglich zu trainieren, weil viele Reize setzen, viele Signale senden, bitte halte die Muskeln, weil wir brauchen Reize. Reize sind quasi Signale für Muskelerhalt, vor allem in der Diät, und dass der Körper einfach lieber ans Fett rangeht. Zum anderen, meine Schlafqualität hat sehr, sehr stark nachgelassen. Ich schlafe überhaupt nicht mehr gut, also ich habe einen sehr, sehr leichten Schlaf. Und ich bin an dem Punkt, wo man durchgehend einfach Hunger hat. Also es geht jetzt wirklich los, es kam jetzt richtig schnell. Richtig schlagartig eigentlich rein, aber ich merke es seit 4-5 Tagen richtig massiv. Auch an den kalorisch höheren Tagen, ich habe echt oft Hunger. Und man merkt es auch an dem Punkt, ich gehe am Kühlschrank, mache auf, und selbst die Lebensmittel, die ich eigentlich nicht mag oder möchte, machen mich auf einmal richtig an. Und jetzt wird irgendwann sogar der Punkt kommen, wo einem das Katzenfutter dann schmecken anfangen würde. Auf gut Deutsch, du machst die Dose auf, dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das ist einfach der Diätfortschritt. Jetzt geht es halt wirklich ans eingemachte Bellyfett, sage ich jetzt mal. Das ist auch nicht jedermanns Sache, da kommt nicht jeder an, weil da braucht man eigentlich auch eine diverse Willenskraft und eine Disziplin. Und man muss wissen, was man da will und was man da tut. Aber wenn man es will, kann es jeder schaffen, aber nicht jeder ist dazu geboren. Was ich noch getan habe, ich dachte mir, gut, was können wir jetzt wieder machen, Markus? Ich muss mir was überlegen. Ich bin ja eh immer so ein kleiner Optimierer und gucke, dass alles so gut wie möglich läuft. Und zwar habe ich versucht, mein Testosteron auf natürlichem Weg, so gut es geht, zu optimieren und pusht das gerade nach oben. Da braucht man eine ordentliche Lebensmittelpalette, ein paar Mineralien und muss auch wissen, was man tut. Arbeitet mit diversen Fastmethoden und achtet auch auf diverse Schlafrhythmen und, und. Da bin ich auch gerade ein neues Coaching dabei zu entwickeln. Da geht es wirklich nur rein darum. Das Coaching wäre dann quasi für Männer, die wirklich jetzt mal richtig schnell die PS auf die Straße bringen wollen und einfach mal so schnell wie möglich eine Transformation zum Vorschein bringen wollen. Oder eben auch für Männer, die gar nicht unbedingt trainieren, die Probleme mit der Libido haben. Denn das wird auch wieder alles richtig, richtig aktiviert. Ich spüre gerade selber schon die Effekte. Ich mache es jetzt seit ziemlich genau einer Woche, ein bisschen länger. Habe schon ein bisschen früher angefangen, hier und da ein bisschen was zu stellen. Und ich bilde mir ein, das bringt richtig was. Und ihr werdet auch wahrscheinlich nächste Woche sehen, ich werde nicht so viel abnehmen, denke ich. Ich tippe mal auf 2, höchstens noch 300 Gramm, denn ich optimiere wirklich gut rein und schaue, dass ich hormonell einfach wirklich alles auf dem obersten Pfad habe, dass hier einfach keine Einbrüche mehr kommen. Und versuche jetzt einfach, mich so mit so viel Fleisch wie möglich auf die Bühne zu bringen, weil ich möchte gar nicht viel leichter werden. So meine Traumvorstellung wäre irgendwo so zwischen 77 und 79 Kilo Wettkampfgewicht. Ich denke auch, das schaffe ich. Wird sich natürlich noch zeigen, ich will jetzt nichts verschreien, aber ich kenne mich, und wenn ich was angehe, mache ich es vernünftig. Von daher versuche ich das umzusetzen. Ja, ansonsten gibt es weiters nichts zu sagen, aber ich denke, das waren jetzt ein paar Änderungen für diese Woche oder ein paar Neuheiten für euch. Und wer wirklich auch mal Bock hat, dann die PS richtig schnell auf die Straße zu bringen und einfach mal seine Next-Level-Figur aus sich rauszuholen und einfach mal endlich eine Transformation zu vollziehen, tragt euch gerne unten ein. Meldet euch bei mir, ich helfe euch liebend gerne. Wir können da einfach mal unverbindlich in der Beratung drüber sprechen, wie und was man da ansetzen und machen könnte. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.